Guten Quatsch Hamburg, eure Radio Hamburg Comedy Show mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Präsentiert vom Billstedt Center Hamburg. Ja, ich liebe es richtig. Wir waren mit der 7. auf Klassenreise da. Stadt Eiffelturm Paris, war viel cooler, ist so. Das größte Shoppingcenter im Hamburger Osten mit über 110 Geschäften. Guten Quatsch, am kommenden Donnerstag öffnet Bederland die Hallenbäder wieder. An der Wassertemperatur von 28 Grad soll sich erstmal nichts ändern, aber für den Fall einer Verschärfung der Energiekrise liegen bereits Notfallpläne in der Schublade. Olli Hansen, unser Reporter, hatte exklusiv natürlich Zugang zu dieser Schublade und damit auch zu den sogenannten Stufen-Notfallplänen. Olli, was könnte auf die Badegäste zukommen, wenn die Gasversorgung sich weiter verschlechtert? Also dann wird natürlich die Wassertemperatur langsam runtergefahren, das ist ja klar, Peter. Als erste Aktion, die kein Geld kostet, würde in so einem Fall regelmäßig Wasser aus dem Kinderplanschbecken in das große Schwimmbad gepumpt. Denn die Wassertemperatur ist im Becken für die Jüngsten immer höher als im großen Schwimmerbereich. Ein unbekanntes Phänomen, was man sich dann zunutze machen wird. Sollte das nicht ausreichen, ist es den Badegästen erlaubt, vortemperiertes Wasser am Heißwasserautomaten zu ziehen. Ein Liter Wasser mit 55 Grad wird voraussichtlich 6 Euro kosten. Dazu wird noch mit psychologischen Effekten experimentiert. Was denn für psychologische Effekte? Das ist sehr spannend. Geplant sind, Pinguine und Eisbären ins Becken zu setzen und an die Wände des Bads mit Beamern arktische Landschaften zu projizieren. Das menschliche Gehirn denkt dann sofort an Eiswasser mit höchstens 2 Grad und stellt den Körper entsprechend ein. Ist man dann im Becken, empfindet man die 12 Grad als mega warm. Genial, oder? Lass so machen, Peter. Im Kaifu findet heute eine Ernstfallsimulation der allerhöchsten Stufe 6 statt. Bedeutet arschkalter Winter plus Erdgaslieferstopp. Wenn ich weiß, warum man dazu Schlittschuhe statt Badehose mitbringen soll, melde ich mich noch morgen. Habt ihr das exklusiv, okay? Ja, natürlich. Vielen Dank, Olli Hansen. Kurznachrichten mit Jessica Burmeister. Hamburg. Umweltsenator Jens Kerstan verspricht, dass es kein Blackout in der Stadt geben wird. Wie auch. Olaf Scholz ist ja jetzt in Berlin. Vorbildliches Pop-Recycling. Megastar Elton John verwendet seinen Song Tiny Dancer von 1971 aus Klimaschutzgründen bereits zum 2. Mal. Ampelregierung, sie befürchtet Engpässe in der Kohleversorgung. Ja, na und? Mit Engpässen in der Kohleversorgung muss ich schon mein ganzes Leben klarkommen. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Elektro-Frühstücksbretter von Stulle. Jetzt Probefahren. Das war's von uns. Wir hören uns Montag wieder. Schönes Wochenende. Bleiben Sie doof. Wir sind's schon.